Mai 2022 und wir sitzen in dem wunderschönen Vilanova y la Geltrú. Und ich sitze hier mit Ex-Studenten, die vor über 19 Jahren, fast 20 Jahren. Ja. Wann war das erste Mal, José, in Bamberg zum Deutschkurs war? Mein erstes Mal war in 2004 ungefähr. Und ich hätte einen Kurs hier in Vilanova auf Deutsch gemacht. Mhm. Und dann, ich wollte eine neue Experienz bekommen. Mhm. Und ja, ich war nach Bamberg gefahren. Genau. Und du bist dort 2004 gewesen und dann? 2004, 2005, 2006 und danach, ich war mit meiner Frau, aber sie war kein Unterricht und dann... Ja, aber in 2006 habe ich meinen ersten Kurs in Bamberg gemacht. Gemacht. Sehr schön. Und das ist prima. So, du hast deinen Mann testen lassen. Ja. Ein bisschen. Das ist gut. Und das war gut. Und ihr seid später wiedergekommen, alleine, aber dann doch nicht alleine. Nein. Warum? Nein, unsere Tochter hat einen Kurs in Bamberg gemacht. Auch gemacht, okay. Auch gemacht. Die Tochter und ihr habt auch einen Sohn? Und danach unser Sohn kommt auch nach Bamberg. Er hat Medizin studiert und er wollte vielleicht seine Facharzt in Deutschland machen. Er wollte die Erfahrung auf Deutschland kennenlernen. Mhm. Ja. Okay. Und jetzt heute, Oskar ist immer noch in Bamberg. Ja. Ihr seid wieder zu Hause. Habt ihr ihn vergessen in Bamberg? Nein. Er ist sehr schön. Er konnte im Klinikum Bamberg seine Facharzt bekommen. Und er bleibt da. Er ist ein Deutscher. Er ist Bamberger und Deutscher. Und Bamberg hat jetzt einfach einen super Arzt am Klinikum von Bamberg. Und wir sind sehr froh darüber, Oskar. Aber das Beste muss ich noch erzählen über die Familie. Immer wenn sie in Bamberg waren zum Sprachkurs, mit oder ohne Kinder, immer haben sie das mitgebracht. Einen Cava. Und die Familie Calvo ist für mich einfach auch die Familie Cava. Das ist für mich eine Einheit. Und wir haben an der ganzen Schule immer am Ende ihres Kurses feiern dürfen mit all dem wunderbaren katalanischen Champagner, den sie uns immer spendiert haben. So, Cin-Cin. Und schön, dass wir heute Salut. In Vilanova y la Geltrú sind im Mai 2022. Prost! Prost!